Hallo liebe Abonnenten, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal vorbeigeschaut habt. Heute erkunden wir mal wieder ein bisschen die Gegend. Wir sind hier in einem schönen Weiher. Es ist noch recht früh am Morgen und es ist kalt. Der Himmel sieht zwar nach Sommer aus, wie ihr seht. Keine Wolke am Himmel, die Sonne scheint schon, steht aber noch sehr tief. Und hier über dem Wasser des Weihers steigt Nebel hoch. Sieht ein bisschen gespenstisch aus. Ist ein wunderschönes Fleckchen hier. Und hier die Gegend schauen wir uns mal jetzt ein bisschen näher an. Das war übrigens früher mal Grubengebiet, beziehungsweise ist es immer noch. Mal sehen, was hier so gibt. Auch hier gespenstisch im Nebel. Temperatur im Moment ungefähr laut Autothermometer 1,5 Grad. Und heute Mittag soll es, wenn die Sonne rauskommt, das heißt, sie ist ja schon draußen, bis zu 24 Grad werden. Im Moment ist es noch ziemlich kalt. So, aber wir gehen weiter. Hier geht ein Weg in den Wald. So, der Weg ist ziemlich zugewachsen hier. Und hier geht es in einen Tunnel. Eine alte Unterführung. Ja, da steht Wasser drin. Mal schauen, ob wir da vorbeikommen. Hallo, Echo. So, jetzt sind wir an der Riesenpfütze vorbei. Hier vorne ist auch schon der Ausgang. Wo es da hingeht. Hier sieht es ziemlich wild aus. Hier so ein tiefer Graben. Sieht nicht natürlich aus. Ein Bach gibt es hier auch keinen, jedenfalls nicht hier. Was war das wohl mal? Vielleicht ein Schützengraben, aber dafür ist es zu tief. Ja, gehen wir mal weiter. Hier ist ein Hochsitz. Und der Pfad geht hier weiter. Hier ist alles zugewachsen, zugebuchert. Würde mich also nicht wundern, wenn dahinter auch noch ein Weiher wäre. Nee, eine Wiese. Und hier sieht man, dass der Winter nicht mehr allzu fern ist. Das Gras
ist gefroren, beziehungsweise es liegt reif drauf. Schönes Bild, wenn das jetzt so von der Sonne beleuchtet wird. So, da ist der Hochsitz. Das Fenster geht in unsere Richtung. Hier liegt auch Futter. Da soll scheinbar wild angelockt werden. Ich hoffe, da ist jetzt keiner drin, der uns für ein Wildschwein hält. Beziehungsweise mich. Und da hinten scheint es auch nicht mehr weiter zu gehen. Schauen wir mal. Oh, hier scheint schön die Sonne durch die Bäume. Sieht toll aus. Man sieht die Strahlen. Aber hier geht es nicht mehr weiter. Also zurück. So, hier hat der Starkregen ganz schön gehaust. Den hatten wir vor ein paar Tagen. Sieht man schön, wo das Wasser runter ist. Heftig. So, und hier ist ein richtig schön tiefes Tal. Hier unten verläuft ein Bach. Dazu gehört wahrscheinlich auch der Graben von eben. Auch hier hat mal einer wieder Müll runtergekippt, so wie es aussieht. Und weiter geht's. Der Weg war wohl mal asphaltiert. Sieht ziemlich alt aus. Und das hat der Regen alles frei gewaschen. So, hier sieht man das Tal mal von der anderen Seite. Das ist ganz schön tief. 20, 25 Meter etwa, schätze ich. So, und hier stehen auch schon wieder Häuser. So, jetzt sind wir wieder oben. Da hinten verläuft die Straße und hier ist ein Solarpark. Da stehen die ganzen Solarzellen. Da hinten. Hier ist ein kleiner Weg. Mal gucken, wo es da hingeht. Ah, hier oben ist Industriegebiet. Da wird gearbeitet, wie man hört. Und hier ist überall feucht. Da steht nämlich Schilf. Und die Sonne scheint. Trotzdem noch kalt. Aha, hier hat einer Feuer gemacht. So, hier geht's oben zur Straße. Ja, bis außerdem müssen wir zurück. Hier ist noch ein Pfad, der irgendwo hinführt. So, hier ist wieder die Unterführung. Sieht auch schon so ein bisschen baufällig aus. Schöne Pfütze hier. Geschafft.
So, da ging es nicht mehr weiter. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu der Unterführung und dann den anderen Weg um den Weiher. Hier muss man echt aufpassen, wo man hintritt.